Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mass Effect 3. Ich hatte eine sehr lange Aufnahmepause, was Mass Effect anging. Ein Monat, über einen Monat habe ich das Spiel nicht gespielt. Obwohl ich voll heiß drauf war. Ja. Aber jetzt machen wir weiter. Ich habe mir sogar extra mal die letzte Folge angeguckt und weiß, dass wir noch mit James und dem Proteaner sprechen wollten, falls das mit dem Proteaner geht. Und dann wollten wir jetzt zur Citadel, weil wir ganz, ganz, ganz viele E-Mails bekommen haben. Mass Effect spielt jetzt wieder in der Vergangenheit, ja, da werden noch Briefe geschickt. Nee, aber auf jeden Fall, ne? Das machen wir. Und ich warne euch vor, meine Laune ist heute nicht die beste. Aber nicht an dem Aufnehmen, sondern an gegebenen Umständen. Und ich hoffe einfach, dass sich meine Laune bessert, wenn ich hier jetzt daddel. Soll das heißen, es gibt in diesem Zyklus noch mehr Überlebende? Ja, wir haben sie Kollektoren genannt. Sie kämpften für die Reaper. Lange Zeit wusste niemand, dass es eigentlich Proteaner waren. Und wann wurde Ihnen das klar? Shepard hatte keine Wahl und musste alle töten, denen sie begegnete. Sie waren ausnahmslos indoktriniert, schon seit sehr langer Zeit. Es tut mir leid. Ich bin dankbar dafür. Es war ein Akt der Gnade. Ja, vermutlich war es das. Ach, was für ein cooles Gespräch. Ich hoffe, er spricht auch mit uns. Ich fühle mich besser, Commander. Ich bin kampfbereit. Ach, sehr schön. Okay. Ja, natürlich, er muss jetzt erstmal alles erfahren, was wir erfahren haben. Und ich weiß gar nicht, wann die Proteaner gelebt haben, aber vor ein paar tausend Jahren auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es jetzt 10.000 oder 30.000 oder sowas war, aber in der Größenordnung ungefähr. Ja, natürlich ist das dann natürlich. Das muss so der krasse Kulturschock einfach sein. Ich will gar Verzeihen die nicht. Ich Frage, kann mir aber das gar nicht sehen vorstellen. alle Kriegsberichterstatterinnen so feminin aus? Ich meine, sie sind perfekt gestylt. Wir haben für sowas sogar eine Forschungsabteilung. Sie testen Aussehen, Stimme, Gestik. Mädchenhaft kommt gut an. Die Asari sind dann aufmerksamer. Salarianer finden hohe Stimmen gut. Und Turianer? Die Turianer spinnen. Eine Zivilisation voller Kriegstreiber. Treue Zuschauer, aber ihre Fanbriefe sind gruselig. Okay, dann wissen wir jetzt Bescheid über die Vorlieben unserer Mitspezies. Also mit. Ja, auf der Citadel nennen wir es mal Mitspezies. Wem gehört dieser Mac? Ganz schön kurvig. Welcher Mac? Ach, unsere gute. Ja, sorry, ich stand ein bisschen auf dem Schlauch. Unsere Edi, die sich einfach einen Körper geschnappt hat, weil. Ich bin so gespannt, ne? Also ich mochte Edi ja schon immer, wobei es ist eine KI, da muss man vielleicht ein kleines Skepsis noch im Hinterkopf behalten. Aber wie cool, dass sie sich einfach einen Körper geschnappt hat. Wo ist hier unser Typi? Da hinten. Oder? Ja. Ist mit dem Shuttle alles okay? Ich überprüfe nur die Gleichgewichtsdämpferspulen. Wir sind im UT-47 anfällig, aber keine Sorge. Der Vogel ist total stabil. Das ist doch die Stimme von Alistair, oder? Also aus Dragon Age Origins. Irgendwie kommt sie mir gerade voll bekannt vor. Sie sind immer nur hier unten und arbeiten. Nehmen Sie denn auch mal frei? Ich schlafe genug. Müde zu fliegen ist schlimmer als betrunken zu fliegen. Und wenn Sie wach sind, keine Entspannung? Ich muss mich beschäftigen, denn sonst denke ich zu viel nach. Nicht zu hart arbeiten. Ja, ich kann aus eigener Erfahrung bestätigen, also nein, ich bin nicht betrunken gefahren, aber wenn man übermüdet ist, fühlt man sich wie betrunken. Und dann Auto zu fahren ist genauso verantwortungslos wie betrunken zu fahren. Also, wenn ihr jetzt nicht gerade beruflich dazu gezwungen seid, müde zu fahren, tut das nicht. Wechselt euch ab, macht Pausen, keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber, ja.
Also wenn man nicht anders kann, weil man, weiß ich nicht, aus der Nachtschicht kommt und nach Hause muss oder Nachtschichten fährt, weil man halt Lastkraftwagenfahrer ist. Oder. Es gibt ja ein paar Ausnahmen, sollte man das nicht machen. Zumindest lege ich euch das ans Herz. Ist ja eure Entscheidung, was ihr da macht. Zu hart Ich arbeiten. schätze Ihren Einsatz, aber ich will kein Burnout-Syndrom sehen. Ich kenne meine Grenzen und würde nie ihr Leben riskieren. Haben Sie sich denn auch vor dem Krieg nie entspannt? Doch. Ich weiß noch, als die Hawking hinter Arcturus stationiert und ich ein blutiger Anfänger war. Es gab da dieses Beobachtungsdeck über den Startbahnen. Man konnte allen Schiffen beim An- und Abdocken zusehen. Wenn ich allein war, habe ich die Lautsprecher abgeschaltet. Dann flogen sie lautlos vorbei. So etwas gibt es auch auf der Citadel. Wenn wir das nächste Mal dort sind, sollten Sie sich freinehmen und sich das ansehen. Ich weiß nicht. Vielleicht. Oh, wir können das schon auswählen, dann machen wir das doch mal. Nehmen Sie auf der Citadel Landurlaub, Steve. Mir zuliebe. Wie soll ich denn bei dem Ton Nein sagen? Gar nicht. Genau. Oh, vorbildlich. Ich bin auch ein sehr arbeitswütiger Mensch, so heißt das. Ich habe aber gelernt, mir meine Pausen zu nehmen und seitdem bin ich viel produktiver. Ich war auch immer so, nein, 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 ich brauche keinen Schlaf, ich kann durcharbeiten, aber das ist total bescheuert. Man braucht doch Schlaf und man kann nicht durcharbeiten. Also nicht dauerhaft, ne? Alles, also jede Ausnahme ist mal in Ordnung. Man kann auch mal eine Nacht durchlernen oder ja, was weiß ich was machen. Aber wenn du dauerhaft nachts durchlernst und nicht schläfst, dann lernst du nicht mehr. Das kann ich euch sagen. Dieser Hallo, Primarch Jet. hat wirklich Cojones. Wir bräuchten mehr Politiker wie ihn, die genauso gut einstecken wie austeilen können. Der James will nicht mit uns reden. Dann halt nicht. Ich glaube, es gab einen Kommentar dazu, dass James das mit dem Spitznamen nicht so meint. Kann ja gerne sein. Aber ich bin in dem Fall ja seine Vorgesetzte. Und mir würde es niemals, wirklich niemals im Traum einfallen, meinem Vorgesetzten einen Spitznamen zu geben und den damit anzusprechen. Also, dass man vielleicht, wenn diese Person nicht gerade anwesend ist, seinen Namen für diese Person hat, ist ganz normal. Aber ich würde halt niemals meinen Vorgesetzten mit einem Spitznamen ansprechen. Da bin ich altmodisch, wirklich ganz altmodisch, aber es ist für mich einfach eine Respektlosigkeit gegenüber meines Vorgesetzten. Ja. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Achso, ne, ich wollte gerade sagen, warum habe ich keine Schrotflinte ausgerüstet, aber habe ich. Haben wir hier Waffen, Mods? Oder kann ich die hier gar nicht ausrüsten? Ach, Präzisionsgewehre, ja, nee, da will ich ja nichts haben. Ich hatte mal überlegt, ob ich vielleicht ein Sturmgewehr tragen möchte. Aber eigentlich finde ich die Kombi mit Pistole und Schrot ganz gut. Weil wir haben auch zwei verschiedene Pistolen. Eine schnell schießende, eine langsam schießende. Da finde ich eigentlich diese Kombi ganz in Ordnung. Okay, modifizieren können wir nicht. Also wir haben anscheinend noch keine Waffenmods für die Maschinenpistole gefunden. Ach ja, Waffenupgrades. Da hatte ich ja schon mal die Katana. Nee, Präzisionsgewehr. Ich hätte halt super gerne wieder meine Schrotflinte aus dem zweiten Teil. Death-Schrotflinte. Die war echt gut. War echt gut. Geschäft öffnen.
Ach, mäßige Kapazität. Okay. Left öffnen. Black Widow. Was ist das? Schrotflinte. Die kann man sich ja mal im Hinterkopf behalten. Pistolen. Inferno-Panzerung. Aufladetempo der Kräfte, Kraftschaden. Ah, die ist voll teuer. Will ich noch nicht ausgeben, das Geld. Was haben wir hier? Ach, genau. Ich hatte mich ja dauernd gewundert, warum ich keinen Helm habe, ne? Habe ich einmal ausgeben. Okay. Ja, dann gehen wir mal los hier hoch ins KIZ und fahren wohl mal Richtung Citadel. Ich bin halt ein bisschen, raus aus Mass Effect, aber wir kriegen das alles schon wieder hin. Okay, ich weiß gar nicht mehr, wie das war hier mit dem Scan. Das ging, glaube ich, nur, wenn irgendwie Reaper da, also, ja, das System sich annähern. Jetzt gehen wir aber erstmal hier zur Citadel zurück. Anflug, Umlaufbahn. Andocken. Erstmal Allianz-Docks. Wir wollen erstmal ins Krankenhaus. Normandy, wir übergeben hiermit Ihre Andock-Freigabe an einen Allianzbeamten. Das passt. Kaum wieder in Aktion will uns die Allianz schon ein Halsband umlegen. So heißen wir Sie eben willkommen, Flight Lieutenant. Ja, Ma'am. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Erlaubnis erteilt. Sollen wir ein privates Transportmittel bereitstellen? Ich möchte erstmal zum Krankenhaus. Ich muss zum Krankenhaus. In Ordnung. Okay. Fahrstuhl benutzen. Sind wir hier schon? Hier sind wir schon direkt im Krankenhaus. Ja, ich weiß, dass Ihr Vorrat an modifizierten Medikamenten neige geht, aber... Nein, Sie verstehen nicht, das ist nicht für... Hören Sie, ich bin Chirurgin am Puerta Krankenhaus auf der Citadel. Wir haben zurzeit mehrere Alien-Patienten und brauchen... Nein, normales Medigel wirkt nicht. Wir brauchen die modifizierte Variante mit der verbesserten Absorption. Und legen Sie jetzt nicht auf, das ist ein medizinischer Notfall. Wir können nicht ewig warten. Okay, quatsch mir mal mit ihr. Ich habe diese Medigel-Formel gefunden und mir gedacht, Sie könnten vielleicht etwas damit anfangen. Woher haben Sie die? Ach, vergessen Sie, es nicht so wichtig. Ja, damit können wir etwas anfangen. Danke. Ach, da vorne steht Thane. Okay, wir hatten schon irgendwas gefunden und konnten das direkt abgeben. Das ist doch gut. Commander, als ich von der Erde hörte, wollte ich Sie anrufen, bin aber nicht durchgekommen. Thane, schön, dass Sie noch in Form sind. Meine Krankheit tötet langsam. Bei guter Pflege und gesundem Lebenswandel habe ich noch ein paar Jahre. Laut Prognose müsste ich längst tot sein. Ich trainiere nur, weil es mir Spaß macht. Was machen Sie hier? Einen Freund besuchen, der wegen mir verletzt wurde. Der biotische Mensch auf der Intensivstation. Er hat ein Implantat. Ja. Wir haben geredet. Er scheint ehrbar zu sein. Ihre Feinde wollen ihm vielleicht den Rest geben. Ich sehe nach ihm. Das weiß ich zu schätzen. Mein Leben ist fast vorbei. Ein guter Zeitpunkt für Großzügigkeit. Das Kepral-Syndrom hat die meisten meiner Pläne durchkreuzt. Oh, Thane, ich hab dich vermisst ein bisschen. Ich finde die Gespräche mit ihm immer so interessant, dass ich immer so voll gebannt an seinen Lippen hänge und gar nichts sagen kann. Wissen Sie, wie viel Zeit Sie noch haben? Ich war bei vielen Ärzten. Der Beste hat mir 3 Monate gegeben. Vor 9 Monaten.
Es ist befreiend, keine Verpflichtungen zu haben. Keine Verantwortung, keine Ängste. Ein wirklich gutes Ende. Haben Sie große Schmerzen? Zeitweise. Die Sauerstofftransferproteine bilden sich nicht richtig. Bei Ihnen heißt das Hämoglobin. Dadurch ist mein Blut sauerstoffarm. So tief ich auch einatme, alles juckt und ist taub. Und das ist noch das Harmloseste. Zum Zustand meines Gehirns kann ich nichts sagen. Mir wird nur manchmal schwindelig. Ich würde ihn ja am liebsten mitnehmen, aber ich glaube, das packt er einfach nicht mehr, oder? Ich habe mit der Normandy eine wichtige Mission und könnte sie brauchen. Ich bin nicht mehr derselbe. Ich brauche täglich medizinische Pflege. Und Sie wollen bestimmt gegen die Reaper vorgehen. Dafür brauchen Sie die Besten. Und dazu gehöre ich nicht mehr. Natürlich. Sie müssen nicht mit Kroganern ringen oder Hälse brechen. Wir finden sicher eine leichtere Arbeit. Ich bin mit mir selbst im Reinen. Es kommt der Moment, an dem man sich aus Krieg und Konflikt zurückziehen muss. Für mich ist er schon gekommen. Schade. Ich hätte ihn voll gern mitgenommen, aber klar, ich kann ihn auch hundertprozentig verstehen, dass er jetzt sagt, er möchte abschließen. Und ich glaube, das kann man wirklich am besten in Ruhe und wenn man nicht gerade mitten in einem Krieg rumhopst. Trotzdem schade. Eine sehr bemerkenswerte Person, immer noch. Alles Gute, Thane. Für Sie auch. Und keine Sorge. Ich habe gute Ärzte. Und meine Söhne besuchen mich. Vielleicht können wir ja über das Extranet Kontakt halten. Bis wir uns wiedersehen, Shepard. Ja, das machen wir auf jeden Fall, Thane. Es ist völlig geschmacklos, diese Einrichtung Huerta Krankenhaus zu nennen. Präsident Huerta ist vor 2 Jahren an einem Schlaganfall gestorben, Ma'am. Sie wollten wohl sagen, der Mann war 1,5 Stunden lang tot. Und seine politischen Gegner haben genügend Propaganda gemacht, sodass der Name des Krankenhauses schließlich geändert wurde. Er kann sich nicht mal an seinen eigenen Namen erinnern, wenn ihm die VI in seinem Kopf ihn nicht sagt. Glauben Sie mir, wir wissen hier genau, wenn jemand tot ist. Der oberste Gerichtshof sagt, dass er am Leben ist. 5 Richter sagen, dass er am Leben ist und 2 von denen hat er noch selbst ernannt. Der Name bleibt, wie er ist. Es ist völlig geschmacklos, diese Einrichtung Huerta Krankenhaus zu nennen. Präsident Huerta ist vor 2 Jahren an einem Schlaganfall. Wenn eine VI ihren Körper betreibt, ist das nicht Leben. Sind Reaper Husks etwa lebendig? Das haben Sie gerade nicht wirklich gesagt. Aber es ist doch dasselbe, oder etwa nicht? Er kann gehen und macht Geräusche genau wie Sie. Na schön. Anscheinend bin ich nur noch von Zombies umgeben. Danke, es hat lang genug gedauert, bis sie den Hinweis verstanden hat. Okay. Irgendwie war ich mit der Antwort nicht so zufrieden. Ich schätze schon, dass es gewisses Leben gibt. Allerdings, wenn man nur, sag ich mal, mit Hilfe einer Maschine noch lebensfähig ist, sei es jetzt eine VI oder andere Maschinen, ich weiß nicht, ob man das wirklich Leben nennen kann. Tatsächlich bin ich überfragt. Hallo, Commander. Wollen Sie einen Besuch machen? Wie geht es, Kaidan? Stabil. Keine Anzeichen von Hirnschäden durch die Erschütterung, aber der mehrfache Schulterbruch muss erst noch heilen. Bettruhe unter Aufsicht ist das Rezept der Stunde. Ein Besuch wäre sicher willkommen. Das werden wir auf jeden Fall machen. Das hat mir ja alles schon gefragt. Machen Sie weiter so, Doktor. Sie auch, Commander. Und dann gehen wir jetzt mal zu Kaidan. Keine Waffen. Ja, keine Waffen hier. Wir wollen nicht noch mehr Verletzte. Ich versuche, die Grissom Akademie zu erreichen. Sie haben biotische Verstärker-Interfaces, die ich vielleicht für die Anwendung durch Asari adaptieren kann. Nein, ich bekomme einfach keine Verbindung. Laut Ansage ist das Kommunikationssystem der Station offline. Natürlich. Wenn diese Interfaces und Okay. Soldatinnen im Feld helfen, bleibe ich so lange dran wie nötig. Das ist eine neue Quest. Ja, ist eine neue Quest. Eine Asari auf der Citadel sucht nach verbesserten biotischen Verstärker-Interfaces.
Finden Sie die Pläne und bringen Sie sie ihr ins Fuerta-Krankenhaus. Okay, das machen wir auch. Grissom Academy. Ja, mal sehen, wie wir das hier alles dann nach und nach abarbeiten. Gänge fest? Nee, doch nicht. Hören Sie, die Prototypen sind wichtig. Wir brauchen die Biotik-Upgrades für den Kampf gegen die Reaper. Okay, alle brauchen irgendwas hier für die Reaper. Ich weiß, dass die Ismar-Grenze nicht sicher ist. Ja, ja. Aber wenn wir die Prototypen nicht zurückbekommen, wird dieses Projekt überhaupt nichts erreichen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich melde mich, wenn sich irgendwas ergibt. Okay, wahrscheinlich wieder eine neue Quest. Anscheinend muss man hier wirklich ein bisschen länger stehen bleiben und zuhören. Ja, aber der Klongewebeersatz dauert Monate. Sie werden eine Prothese brauchen. Okay, dann gehen wir jetzt hier zu Kaidan rein. Ich will eine Antwort, Major. Die Galaxie braucht außergewöhnliche Soldaten wie Sie. Jetzt mehr denn je. Ich sag Ihnen Bescheid, Ratsherr. Bestimmt. Ich bin sehr gespannt. Shepard? Udina. Hey. Shepard, hey. Sie haben gerade den Imbiss verpasst. Ist vielleicht besser so. Danke fürs Kommen. Kein Problem. Was wollte Udina? Denken Sie noch über den Spectre-Posten nach? Es ist eine Ehre. Eine große Verantwortung. Ich muss sicher sein. Das ist für Sie. Wow. Danke, Shepard. Das ist echt toll. Nur ein kleiner Muntermacher. Wenn ich rauskomme, könnten wir es gemeinsam trinken. Ich will endlich hier raus, Shepard. Sie sehen es nicht, aber Sie haben mich an dieses Bett geschnallt. Die Ärztin sagt, ich sei okay. Aber dann fällt ihr doch immer noch ein Test ein. Ganz ehrlich, ich glaube, das war die beste Idee, ihn festzuschneiden. Weil, ich glaube, er ist jemand, der sofort wieder aufspringt, wenn er denkt, er sei fit. Geht es Ihnen gut? Mein Implantat wurde gestört. Deswegen soll ich die Biotik eine Weile offline halten. Wirklich keine große Sache. Soll ich sie rausholen? Ich sag Bescheid. Der Besuch war eine gute Idee. Freut mich, dass Sie okay sein werden. Danke. Sie wären fast vor meinen Augen gestorben. Schrecklich. Dann seien Sie bitte ehrlich zu mir. Ich will sicher gehen. Nach dem Mars und Horizon. Ist zwischen uns alles okay? Wir haben jede Menge durchgemacht und uns gegenseitig den Rücken gedeckt. Sowas verbindet. Nein, nicht nur das. Sie waren mein Commander, aber Sie haben auch zugehört. Wir haben Ashs Tod zusammen erlebt. Ja, haben wir. Und was meinen Sie? Ist alles okay? Ja. Alles okay. Ich hatte Sie gerne auf der Normandie. Danke. Ist dann damit alles geklärt? Ja. Ich weiß nicht, ob ich mich bei Cerberus geirrt habe. Aber bei Ihnen habe ich mich geirrt. Sie sollten jetzt zurück zur Normandie gehen. Ich würde gern mitkommen. Werden Sie erst gesund, Kaidan. Wir brauchen Sie in Bestform. Mach ich. Danke für den Besuch. Natürlich, Kaidan. Ich glaube, dass Shepard und Kaidan einfach eine extreme Basis für eine Freundschaft haben, weil sie, wie sie gesagt, viel erlebt haben. Und auch wenn man mal auf zwei verschiedenen Seiten steht, so wie im zweiten Teil, entwickelt sich ja jeder dadurch weiter, aber das muss nicht unbedingt so eine Freundschaft zerbrechen. Also kann natürlich, aber muss nicht. Und ich denke, bei den beiden ist das einfach nicht eingetreten. Wo wollen wir denn hin? Da können wir hin. Da würden wir, wie hieß sie? Aria treffen. Warte, einmal kurz beenden. Ich muss mal nochmal ins Logbuch gucken. Citadel. Das war ja ein anderer Ort. Den müssen wir wahrscheinlich finden. Und hier haben wir neue
Neue Systeme. Okay, dann gehen wir einfach mal zur Bar. Warum nicht? Warum nicht schon mal anstoßen? Die ganze Geschichte. Es ist ein Rapid-Transport-System, oder wie das heißt. Wer bist du? Du siehst wichtig aus. Wir tun unser Bestes mit dem, was wir haben, aber lassen Sie mich ausreden. Unser Energieraster kann nur eine bestimmte Energiemenge verkraften, dann schaltet es sich ab. Und die Backups können wir nicht einsetzen. Nein, die neuen Regeln gelten für die gesamte Citadel. Die Verwaltung weiß, dass diese Sache wichtig für die Moral ist, aber wir dürfen unser Budget nicht überschreiten. Hören Sie, ich werde die Backups nicht anrühren. Beschaffen Sie mir ein besseres Energieraster, dann gebe ich Ihnen eine größere Leitung. Okay, neue Quest bekommen. Und ich würde sagen, hier machen wir mal einen Schnitt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.